Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. In Kooperation mit den medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz, Medbo. Kopfsache, das Magazin für seelische und neurologische Gesundheit, wird Ihnen präsentiert von Medbo, medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Kopfsache, liebe Zuschauer. Wir sind heute zu Gast am Medbo-Bezirksklinikum in Wöllershof, also in der nördlichen Oberpfalz. Und wir haben heute ein Thema, das sich aufs erste Hören vielleicht kompliziert anhört, aber es geht um psychosomatische Erkrankungen und deren Behandlung. Und das Ganze ist dann doch gar nicht so kompliziert, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Seit 2002 gibt es hier am Bezirksklinikum Wöllershof eine eigene Abteilung für Psychosomatik. Damit war es die erste Klinik im Verbund der Medbo mit einer solchen Abteilung. Mein erster Gast heute ist der ärztliche Direktor hier in Wöllershof, Dr. Heribert Fleischmann. Guten Abend, Herr Fleischmann. Ja, guten Abend, Herr Gottschalk. Herzlich willkommen hier in Wöllershof in unserer schönen Klinik. Wirklich eine schöne Klinik, das hat man schon gesehen bei der Anfahrt. Wenn ich jetzt als Laie frage, um aufs Thema Psychosomatik zu kommen, ob Psychosomatik eine Mischung aus der klassischen Schulmedizin ist, also wie zum Beispiel Röntgen, und Psychologie, wie nahe bin ich da an der Realität? Ja, da sind Sie schon ganz schön nahe. Als psychosomatisch Tätiger erweitere ich sozusagen das Blickfeld. Wir sind ja nicht gegen somatische Medizin als Psychosomatiker, sondern wir machen die Blende auf und nehmen in den Fokus insbesondere psychosoziale Hintergründe, in denen ein Mensch lebt, und insbesondere auch das soziale Umfeld, den Kontext, in dem ein Mensch lebt. Und das beziehen wir in die Diagnostik und Therapie mit ein. Kommen wir auf die Diagnose. Wie kann ich jetzt dass es sich in der Tat letztlich um eine psychosomatische Störung handelt? Das ist ja eigentlich die Grundfrage. Ja, da tut sich der Körpermediziner leichter, weil er sozusagen konkrete Ursachen, so wie viele Menschen das haben möchten, als Ursache identifiziert. Irgendwelche Viren, Bakterien, eine mechanische Einwirkung durch einen Autounfall oder Tumorzellen. Wir als Psychosomatiker, wir richten einen Blick auf die Lebensumstände, in denen ein Mensch lebt. Also es ist immer schwierig, das zusammenzufassen. Es gibt auch psychische Ursachen für Erkrankungen, die der Laie vielleicht am ehesten unter Stress zusammenfasst. Also als Psychosomatiker kann ich relativ schnell erkennen, ob die Krankheit körperlich bedingt ist oder anders, weil ein psychosomatisch Erkrankter anders redet, anders spricht, als am Lebenskontext kommt. Und eben dieser Zusammenhang zwischen den Stresseinwirkungen und dann über die Stressachse auf die Hormonachse oder das vegetative Nervensystem, dann kommen dann irgendwann bei den Organen an, die alle psychosomatisch erkranken können. Ist das auch die konkrete Vorgehensweise dann bei der Diagnostik? Ja, bei der Diagnostik brauchen wir natürlich die biologische, körperbezogene Diagnostik, aber dann eben psychologische Diagnostik. Und das, was meistens noch zu sehr zu kurz kommt, ist die soziale Situationsanalyse, also der soziale Kontext, in dem ein Mensch lebt. Also insbesondere zum Beispiel die Familie, die Beziehungen, die Beziehungsebene und die Arbeitsebene ist ganz wichtig, also in welchem Arbeitskontext der Mensch lebt. Welche verschiedenen Arten der psychosomatischen Erkrankungen gibt es denn? Ja, jedes Organ hat auch eine psychosomatische Komponente. Wir können bei der Haut anfangen zum Beispiel, bestimmte Errötungsformen sind psychosomatisch bedingt, oder der Reizdarm ist so ein beliebtes Gebiet, oder das Herz mit Herzschmerz ist häufiger psychosomatisch bedingt als durch einen Herzinfarkt zum Beispiel.
Hoher Blutdruck kann damit zusammenhängen, also all die stressbedingten Erkrankungen. Welche Schwerpunkte der Behandlung gibt es jetzt hier konkret in Wöllershof? Ja, in Wöllershof beschäftigen wir uns vornehmlich mit sozusagen komplexen Störungen, mit Störungen, wo oft die somatische Komponente völlig in den Hintergrund getrieben ist. Sie stellen sich vor, Sie sind über Jahre in ärztlicher Behandlung wegen einer Darmgeschichte und 100-mal endoskopiert, gastroskopiert, man findet nichts, man behandelt irgendwie und irgendwann wird jeder Mensch dann dekompensieren, depressiv werden, Angsterkrankung kriegen und diese Dinge, die behandeln wir hier dann. Herr Dr. Fleischmann, ich bedanke mich für das Gespräch. Wir sprechen auch an anderer Stelle hier noch weiter mit Kollegen auch aus dem Fach Psychosomatik. Jetzt schauen wir aber erstmal konkrete Behandlungen hier in Wöllershof an, denn wir waren zu Besuch auf Station. Im Mittelpunkt steht das Gespräch. Miteinander. Aber auch unter Anleitung. Damit das kein Thema mehr ist. Es ist ein gemeinsamer Weg, den zusammen, Schritt für Schritt. Ich habe nichts der Abschied gemacht mit meiner Mutter. Ist ein bisschen viel zu hart, ist wie ein Messer im Herz. Das hat mich viel belastet. Und jeden Tag verschiedene Therapien, zum Beispiel Ergotherapie, Fitness, Spaziergang, Gespräch, Gruppengespräch, aber Tag sind wir ganz voll. Und jeder hat seine Beschäftigung, die kann ein bisschen ablenken. Von der schlimmsten Krankheit ist die Depression. Da kannst du nichts einfacher attackieren, die kommt von dir will. Das ist mein Problem, das ist, braucht ein bisschen Zeit, bis ich kriege an die Reihe. Bei mir sind jetzt zwei weitere Experten auf dem Gebiet. Zum einen Professor Dr. Peter Eichhammer, er ist leitender Oberarzt des Bereichs Psychosomatik am Zentrum 1 für Allgemeinpsychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg. Grüß Gott, Herr Professor Eichhammer. Und zum anderen Dr. Helmut Hausner, er ist der Chefarzt des Zentrums für Psychiatrie in Cham. Guten Tag. Herr Professor Eichhammer, in Regensburg ist der Behandlungsschwerpunkt jetzt im Vergleich zu Wöllershof ein anderer. Da geht es um Themen wie Tinnitus, Schlaf und Schmerzen. Inwieweit ist dann auch der Behandlungsansatz in Regensburg ein anderer? Also ich denke, sind vor allem interessiert an Erkrankungen, in denen wir wissen, dass die psychosozialen Stressfaktoren sehr, sehr wichtig sind in der Genese, im Ursprung dieser Erkrankungen. Das sehen Sie beim chronischen Tinnitus, bei den chronischen Schmerzerkrankungen, bei den Insomnien. Hier legen wir absolut unseren Schwerpunkt auf diese Erkrankungsformen. Wir wissen heute, dass diese Erkrankungen ein Spiegel unserer Gesellschaft sind, einer erhöhten Leistungsbereitschaft. Und so sehen wir bei diesen Menschen eine Überaktivierung. Und diese Überaktivierung zeigt sich seelischen Ebene als eben auch auf der körperlichen Ebene. Sie haben es schon angesprochen, Tinnitus oder auch Schlafstörungen sind ja, wie man heute so schön sagt, ja schon fast Volkskrankheiten, sprich ganz viele Menschen sind davon betroffen. Warum kann jetzt aus Ihrer Sicht der psychosomatische Ansatz gerade bei diesen häufig im Alltag verbreiteten Erkrankungen so hilfreich sein? Das Interessante an der Psychosomatik ist folgendes, wir behandeln jetzt nicht den Tinnitus oder die chronische Schmerzstörung, sondern den Menschen mit Tinnitus und der chronischen Schmerzstörung. Das heißt, was wir verändert sehen, ist die Haltung des Menschen zum Leben. Es sind ja Stresserkrankungen. Der Mensch muss besser lernen, mit diesem Stress umzugehen. Und das, denke ich, ist der Schlüssel sozusagen. Und der Tinnitus und der chronische Schmerz ist lediglich ein Symptom, dass der Mensch mit seiner Umgebung nicht zurechtkommt. Aus diesem Grunde ist der Fokus der Psychotherapie die Veränderung der Einstellung des Menschen zu seiner Umwelt. Herr Dr. Hausner, schauen wir nach Cham von Regensburg aus. Auch da gibt es einen Behandlungsschwerpunkt. Der Schwerpunkt in Cham ist Schmerz und Angst. Es gibt seit kurzem in Cham was ganz Neues, ein sogenanntes Neurofeedback-Labor. Was ist das? Also Neurofeedback ist wirklich eine spannende Geschichte. Bei Neurofeedback-Therapien kann sich der Patient quasi live beim Denken zusehen. Es funktioniert ganz einfach. Die Patienten bekommen eine Sensorenhaube aufgesetzt und es werden die Hirnströme abgeleitet wie beim klassischen EEG. Aber dann erfolgt eine ganz moderne neue Auswertung wie beim Satellitennavigationssystem. Es wird analysiert, woher kommen die Signale im Gehirn und wir können dann ganz genau sehen,
welche Teile des Gehirns sind aktiv und welche Teile reden miteinander. Und so haben wir praktisch eine Live-Schaltung ins Gehirn und können mit dem Patienten unter Sicht trainieren, diese Netzwerke zu verändern, die beispielsweise bei der Erkrankung beteiligt sind. Sie geben das Stichwort Erkrankung. Welche Krankheitsbilder können damit dann auch dementsprechend gut behandelt werden? Also die größten Erfolge sehen wir bisher im Bereich der Angsterkrankungen. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, chronische therapieresistente Depressionen damit zu behandeln, auch chronische Schmerzzustände. Und mit diesem Verfahren wird auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt. ADHS-Syndrome können dann medikamentfrei therapiert werden. Das ist aber sozusagen ein Schwerpunkt unserer Nachbardisziplin. Herr Professor Eichhammer, wir sind schon beim Stichwort Behandlung. Wären wir da ein bisschen konkret, wenn es um die Behandlung geht. Welche verschiedenen Arten der Behandlungen werden denn in Regensburg angewendet? Ist eine psychologische Behandlung grundsätzlich immer einer medikamentösen verbunden oder geht es auch ohne? Ja, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ist das Wichtigste, mit dem Patienten zu sprechen. Es geht wiederum dabei, die Ressourcen eines Menschen zu aktivieren. Das ist natürlich unser Fokus und zunächst ist es natürlich in einer Form der Einzeltherapie bei den Menschen zu erkennen, welche Stressoren gibt es. Sie müssen diese identifizieren und dann, wie können wir diesen Menschen wieder in eine Lage versetzen, dass er ruhig mit sich umgeht. Deshalb machen wir neben der Einzeltherapie psychotherapeutisch natürlich auch Entspannungsverfahren wie Yoga. Wir können das Ganze natürlich dann biologisch unterstützen in Regensburg, zum einen medikamentös, aber eben auch pflanzlich sozusagen, zum anderen mit ganz neuen neurophysiologischen Verfahren wie der transkraniellen Magnetstimulation, wo sie mit starken Magnetkräften Gehirnareale in ihrer Überaktivität wieder reduzieren können. Herr Dr. Hausner, von Ihnen habe ich einen Artikel gelesen, der trägt den Titel Die Apotheke auf der Blumenwiese. Inwieweit der Name Programm ist, können Sie uns gleich selber sagen, denn inwieweit können tatsächlich auch pflanzliche Mittel Alternativen zu herkömmlichen Medikamenten sein? Da stellen pflanzliche Substanzen tatsächlich eine Alternative dar. Wir Schulmediziner haben ja auch ein bisschen dazugelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und die heimische Pflanzenwelt, die heimische Kräuterwelt gibt tatsächlich einige Substanzen her, die man in der Behandlung verwenden können. Es müssen nicht immer Heilkräuter aus Indien, aus Asien sein. Nehmen wir einfach mal die Kamille als Beispiel. Wer es schafft, den Nachmittagskaffee durch eine Tasse Kamillentee zu ersetzen, hat oft schon mal seinen nervösen Reizmagen ausreichend behandelt. Und mit so einfachen Verfahren kann man häufig, bevor es zum Einsatz von Medikamenten kommt, schon eine Linderung erreichen. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Ihnen beiden. Dankeschön für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Ausgabe. Machen Sie es gut. Kopfsache, das Magazin für seelische und neurologische Gesundheit, wurde Ihnen präsentiert von Medbo, medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz.